Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zur Madden NFL 25 Arizona Cardinals Franchise. Wie versprochen, heute das zweite Video am 20.12., einem Freitag. Und heute spielen wir gegen die Houston Texans in unserem Stadion, bin ich der Meinung, ja. Woche 10 habe ich ja schon gesagt. Woche 9 war eine Bye-Week, das heißt, wir hatten eine Woche Pause sozusagen und konnten uns ein bisschen mehr auf das Spiel vorbereiten. Jedenfalls stehen wir gerade sehr gut in der Saison da mit 6-2. Die Texans sind, glaube ich, nicht ganz so gut. Und ja, ich denke, wir sehen uns dann gleich beim Kickoff und wir werden sehen, wie das Spiel ausgeht. Und die Houston Texans beginnen das Spiel mit ihrem Starting Quarterback Matt Schaub an der 28-Yard-Linie. Der erste Handoff zu Arian Foster, ihrem Star-Player sozusagen. Einer von zwei in der Offense, das sehen wir hier auch. Die Offensive Line jetzt nichts Besonderes, aber dann Andre Johnson und Arian Foster, wirklich zwei Leute, auf die man sehr viel Acht geben muss. Wie man hier auch schön sieht, Arian Foster über die linke Seite, kommt bis in unsere Hälfte, bis in die Hälfte der Cardinals, besser gesagt. Erster Versuch und 10 damit in der Cardinals-Hälfte. Matt Schaub hat viel Zeit, versucht jemanden zu finden, doch findet nur Antoine Case, der den Ball interceptet. An der eigenen 35-Yard-Linie, kommt bis zur 39-Yard-Linie. Eine sehr, sehr schlechte Entscheidung von Matt Schaub. Und damit bekommen die Cardinals das erste Mal den Ball mit Carson Palmer, ihrem Starting Quarterback, und der Handoff zu Stephon Taylor, der durch die Mitte geht für 9 und ein halbes Yard ungefähr. Zweiter Versuch und Inches damit. Palmer mit einem Play-Action-Pass. Versucht jemand zu finden und findet ganz frei Michael Floyd, der den Ball irgendwie noch drinnen behalten kann. Nicht wirklich genau der Wurf, aber Michael Floyd kann den Ball noch festhalten und vor allem sind seine Füße in dem Feld bei dem Catch. Das sehen wir hier nochmal schön, 1, 2 und damit ist die Sache gegessen. Zweiter Versuch und 9 von der 29-Yard-Linie nach diesem schönen Passspielzug. Palmer hat viel Zeit, über die Mitte findet er wieder Michael Floyd, der kommt bis zur 15-Yard-Linie, also in die Red Zone. Das erste Mal, dass die Arizona Cardinals in der Red Zone sind. Erster Versuch und 10, noch 2 Sekunden auf der Play Clock. Und Palmer wird gesackt. Zweiter Versuch und 21, damit ein Verlust von 11 Yards. Nein, sogar 12 Yards. Nein, 11, okay. Dritter Versuch und 21 und ich sage nur, ich sage nicht zu diesem Spielzug, sondern guckt ihn euch einfach an. It's a chance Jim he deserved a long time ago. You know, you think about all the success Bruce Arians has had in the NFL. Andre Ellington für 21 Yards und ich hätte nie gedacht, dass es funktioniert, aber ich habe mir gedacht, ich habe nichts zu verlieren. Ich kann eigentlich auf jeden Fall, nehme ich 3 Punkte mit und dann Andre Ellington mit diesem Lauf, der eigentlich der dritte Halfback nur ist und er zeigt, dass er auf jeden Fall im Team bleiben wird. Palmer diesmal Play-Action und er überwirft sein Tight End um 2-3 Yards. Dritter Versuch und Goal damit an der 3-Yard-Linie. Single-Back für Palmer und er findet Fitzgerald, der kurz nach dem Catch getackelt wird, doch er hält den Ball fest, damit die ersten 7 Punkte an die Arizona Cardinals mit diesem schönen Catch und vor allem hat er den Ball auch festgehalten nach diesem Hit. Das wäre sehr wichtig, aber dafür ist er auch bekannt, Larry Fitzgerald. Die Texans bekommen den Ball zurück, dritter Versuch und 4, ein Screenplay für Arian Foster, der hat sehr viel Raum auf der rechten Seite, kämpft sich nach vorne bis an die 35-Yard-Linie, eine Reception für 30 Yards. Und er zeigt es auch schon an, das ist auf jeden Fall ein First Down. Erster Versuch und 10, wie gesagt, Matt Schaub, under center, so heißt es. Arian Foster mit dem nächsten Run-Spielzug für taffe 9 Yards schüttelt da einen Tackler ab. Dritter Versuch und 3 jetzt in der Red Zone an der 16-Yard-Linie für die Texans. Wieder Matt Schaub. Empfängt den Ball, gibt den Ball weiter an Arian Foster, doch da ist überhaupt kein Platz. Er verliert sogar noch ein Yard. Matt Shaughnessy tackelt ihn nach einem Verlust von einem Yard. Und damit gibt es nur ein Field Goal für die Texans, doch sie haben wenigstens jetzt schon Punkte auf dem Punkte im Spiel. Damit bekommen wir den Ball zurück und Stephon Taylor, diesmal auch kein Raum für ihn. Verlust von einem Yard, so wie eben bei den Texans.
damit eigentlich zweiter Versuch, doch hier seht ihr jetzt schon den dritten Versuch und 7 an der 28-Yard-Linie, noch 3 Minuten zu gehen. Palmer hat viel Zeit, findet Thomas, der in seinen eigenen Mann reinläuft, den Ball festhält und ja, das nächste First Down klar macht. Erster Versuch und 10 damit Play-Action für Palmer, der über die rechte Seite und Dre verliert den Ball und er wird aufgenommen von den Texans. Das ist wirklich ein Fehler, den man nicht machen darf. Vor allem als Tight End sollte man den Ball so gut festhalten können, dass man ihn nicht verliert. Die Tight Ends sind wirklich dafür bekannt, dass sie den Ball gut festhalten können. Doch hier verliert er den Ball. Ein riesen Turnover, vor allem so nah an der eigenen Endzone. Dritter Versuch und 3 an der 32-Yard-Linie. Können wir sie noch stoppen? Oder die Cardinals besser gesagt. DeAndre Hopkins und er, auch er verliert den Ball. Entschuldigung. Und recovered von den Arizona Cardinals, also 2 Fumbles hintereinander oder fast gleichzeitig hintereinander nach diesem schönen Pass und der Rookie verliert den Ball und das kann man auch verstehen, er ist ein Rookie Wide Receiver, doch Dre ist wirklich schon ein gestandener Mann, der sollte doch schon besser mit dem Ball umgehen können. Zweiter Versuch und 2 und ja, schon wieder ein Sack, ein wirklich gut getimter Blitz. Verlust von 14 Yards und damit wird es schwierig für Carson Palmer, der jetzt ein Screenplay macht zu Andre Ellington, wem sonst. Und der bekommt das nächste First Down, läuft weiter, könnte bis in die Endzone kommen und wird er noch gestoppt an der, ja, er wird gestoppt an der 6-Yard-Linie. First and Goal, Andre Ellington mit 2 wirklich super Spielzügen. Und Stephon Taylor vollendet, was Andre Ellington zweimal, ja, als Vorlage vorbereitet hat. Der zweite Touchdown durch einen Riesenspielzug von Andre Ellington, beide Male. Und er bleibt auf jeden Fall im Team. Also wir brauchen auf jeden Fall keinen Halfback. Mit dieser Führung gehen wir auch in die Pause mit einer 11-Punkte-Führung. 14-3. Und ja, bisher hat viel geklappt. Ein Fumble auf unserer Seite. Das war natürlich ärgerlich, vor allem so nah an der Endzone. Doch die Defense konnte uns davor bewahren, ja, einen Rückstand zu geraten. Oder jedenfalls, dass die Führung enger ausfallen würde. Und wir konnten sogar noch einen Touchdown nachlegen, damit 14-3. Und die zweite Hälfte wird auf jeden Fall auch spannend. Bleibt dabei und wir sehen uns gleich wieder. Back here now in this one where the Cardinals lead by 11. Danielle's got an update from the sidelines. Let's go to her now, Danny. I caught up with Matt Schaub during halftime. Right now his guys are trailing, but he told me he wasn't concerned. Und es geht weiter mit der zweiten Hälfte zwischen den Arizona Cardinals und den Houston Texans nach einer wirklich furiosen Hälfte mit, ja, 2 Superspielen von Andre Ellington. Ich kann es nur noch mal erwähnen. Wenn ihr es nochmal sehen wollt, dann spult zurück und guckt es euch an. Es ist einfach unglaublich. Während wir hier Arian Foster sehen, der sich bis auf unsere Seite, bis auf die Seite der Arizona Cardinals tankt, bis an die 44-Yard-Linie. Zweiter Versuch und 3 von der 36-Yard-Linie für Matt Schaub. Der gibt den Ball wieder zu Arian Foster, der bekommt das First Down und tackelt oder wird getackelt an der 27-Yard-Linie. Schon 11 Rushes für 90 Yards. Also bisher können die Cardinals Arian Foster wirklich nicht stoppen. Dritter Versuch und 4 Matchup. Diesmal mit einem Passspielzug. Und ganz frei ist DeAndre Hopkins in der Secondary. In der Endzone besser gesagt. Und wie ich schon gesagt habe, wir müssen an den Safeties arbeiten, an der Secondary arbeiten. DeAndre Hopkins ganz frei auf der linken Seite. Und da hat die Abstimmung wieder nicht gestimmt. Und die Texans wollen für 2 Punkte gehen, damit es ein 3-Punkte-Spiel ist. Und ja, Matt Schaub mit einem Passspielzug, gute Protection, er hat niemanden, wo er hinwerfen kann. Kurz vorm Sack wirft er den Ball weg und ja, bekommt die 2 Punkte natürlich nicht. Eine 5-Punkte-Führung noch, Palmer mit einem Play-Action-Spielzug, wieder zu Dre und diesmal hält er den Ball fest, das will ich dir aber auch raten. Zweiter Versuch und 3 damit, der Handoff zu Stephon Taylor, der bis an die 35-Yard-Linie kommt, das nächste First Down bekommt. Dritter Versuch und 4, Palmer in der Shotgun-Formation. Und ja, er sucht, aber findet niemanden, wirft den Ball noch weg und wird trotzdem getackelt und verletzt sich sogar noch. Und wir gucken uns später an, was da passiert ist. Und ja, wir sehen uns einen Punt an.
nicht wirklich oft, aber dieser Punt ist was Besonderes. Der Punt geht bis an die 15-Yard-Linie und er lässt den Punt oder den Ball fallen. Doch wir können ihn nicht recovern, obwohl genau ein Spieler von uns oder von den Arizona Cardinals, besser gesagt, genau vor ihm steht. Kommt da nicht an den Ball und ja, das wäre wirklich eine gute Chance gewesen und wir sehen, dass Carson Palmer nicht zurückkommt in diesem Spiel. Er hat einen gebrochenen Zeh und fällt aus und wie lange, das werden wir in der nächsten Folge sehen. Dritter Versuch und 6 für die Houston Texans und fast schon wieder intercepted von, ich glaube, schon wieder Antoine Kaysen. Oder war es Gerard Powers? Nein, es war Arenas, der den Ball fallen lässt und das hätte eine Interception sein müssen. Aber auch wir sehen uns in einer im dritten Versuch und 8 wieder. Ryan Lindley übernimmt für den verletzten Carson Palmer, auch eher in der Shotgun-Formation. Und an der eigenen 47-Yard-Linie über die Mitte und fast intercepted von Brian Cushing, glaube ich. Der Ball sollte eigentlich zu Michael Floyd gehen, wenn ich mich nicht irre, doch den hat er wirklich weit überworfen und fast einen Riesenfehler gemacht. Doch zum Glück lässt Brian Cushing den Ball fallen. Zweiter Versuch und 8 und Schorb zu Owen Daniels, der frei ist auf der linken Seite. Kommt bis an die 45-Yard-Linie und das wollen wir wirklich nicht sehen. Jetzt die Texans in der Zone der Arizona Cardinals. Die Andre Hopkins über die Mitte bis an die 29-Yard-Linie. 3 Receptions für 48 Yards und den Touchdown natürlich. Erster Versuch und 10 an der 29-Yard-Linie. Wir sind schon im vierten Quarter. Schorb über die Mitte zu Andre Johnson, der seinen zweiten Catch macht. Und die Texans jetzt an der 4-Yard-Linie. Wir müssen sie hier unbedingt stoppen. Dritter Versuch und 2, Matchup mit einem Passspielzug. Und ja, er fällt hin, stolpert, doch noch hat ihn niemand berührt. Jetzt hat ihn jemand berührt und damit ist es offiziell ein Sack. Also die Texans gehen zurück an die 9-Yard-Linie. Doch sie wollen für 7 Punkte gehen, für das nächste First Down. Und wenn wir sie hier stoppen, ist das Spiel so gut wie vorbei. Vierter Versuch und 7, Short mit einem Passspielzug. Sucht, findet niemanden und wird letztendlich gesackt für einen Verlust von guten 7 Yards und wird dafür auch noch verletzt. Das hat er verdient. So lange darf man nicht warten, man muss den Ball schnell loswerden. Und in den letzten 2 Minuten habe ich mir gedacht, gebe ich Rashard Mendenhall, dem gerade wieder genesenen Running Back, noch ein paar Carries. Und ja, er zeigt, dass er wieder in alter Form ist. Nein, dass er besser ist als früher. Hier mit schönen Run-Spielzügen. Und wenn ich das, oder wenn wir das First Down bekommen, und das bekommen wir, ist das Spiel vorbei. Damit gewinnen wir dieses Spiel äußerst knapp mit 14-9 nach einem super Goal-Line-Stand an der 4-Yard-Linie. Nach 2 Sacks hintereinander können wir den nächsten Sieg feiern. Ich glaube, das ist der 3. hintereinander. Und ja, wir gehen mit einem 7-2 Rekord in die zweite Hälfte der Saison. Und das hätte ich wirklich nicht erwartet. Aber auch in der Realität spielen die Karten jetzt gerade wirklich gut. Sind kurz davor, in die Playoffs einzuziehen. Und das sind wir eigentlich auch. Das könnten wir durchaus schaffen. Wir haben jetzt noch ein paar schwere Spiele, aber ich hoffe, dass wir auch die überstehen. Und ich muss euch leider sagen, dass das hier die letzte Folge vor Weihnachten ist. Ja, echt schade, ne? Ja, ich werde dann aber nach Weihnachten noch mehrere Folgen hochladen. Ich werde über Weihnachten nämlich nach Hause fahren, zu meinen Eltern und da ein bisschen mehr aufnehmen und euch das dann alles hochladen, weil ich dann zwischen Neujahr und Weihnachten nochmal hier bin. Und ja, dann werde ich noch ganz viel hochladen und dann in der letzten Folge in diesem neuen Jahr werde ich noch ganz viel Sachen sagen, wie es weitergehen soll und so. Aber jetzt wünsche ich euch erstmal frohe Weihnachten, schöne Festtage und ich hoffe, ihr könnt euch ein bisschen ausruhen. Genießt die Ferien und ja, wir sehen uns dann nächste Woche mit weiteren Spielen der Arizona Cardinals. Bis dahin, haut rein und ciao.